Kopfkino bei Hör mal zu. Danke für dein Like. Sir John. Da muss er dich nach London zurückrufen, mitten in deinen sauer verdienten Ferien. Du weißt doch, Liebling, dass uns in diplomatischen Diensten weder der Regen, noch der Schnee, noch die schwärzeste Nacht von der Ausübung unserer schweren Pflichten zurückhalten dürfen. Das ist nun mal so in England. Ich glaube, es geht da wohl um was anderes. Scheint mal wieder einer den anderen auszuspielen bei euch. Tja, das kann man natürlich nie wissen. Aber sie haben es diesmal besonders spannend gemacht am Telefon. Richtig geheimnisvoll. Henry? Mhm. Nehmen wir doch mal an, Sir John, ja? Würde dich in irgendein fremdes Land schicken. In geheimer Mission zum Beispiel. Na ja, und weiter? Und nehmen wir mal an, sie würden dich da wegen Spionage verhaften, eines Morgens an die Wand stellen und erschießen. Was ist dann? In diesem Fall, mein Schätzchen, wärst du die entzückendste Witwe in ganz England. Papi, Clarissa! Oh, das ist Pippa. Ah. Was ist denn, gehst du jetzt, Pippa? Ja, ich muss mich beeilen, sonst verpasse ich den Schulbus noch. Tschüss, Pipperlein, sei schön artig. Bin ich doch immer. Das ist der Costello. Der muss immer irgendwie aus der Rolle fallen. Wir haben nicht viel Zeit, wir müssen uns beeilen. Erst muss der Fall geklärt werden. Wie ist das passiert? Ich wollte aufräumen und bin hier so rumgegangen und da habe ich ihn gesehen, da lag er da. Er ist tatsächlich tot. Er ist mit einem schweren und scharfen Gegenstand am Kopf getroffen worden. Naja, da gibt's nur eins, sofort die Polizei anrufen. Nein, Rowley, bitte nicht. Doch, das hättest du übrigens sofort tun sollen. Du hast mir mal versprochen, dass du mir immer helfen würdest, wenn ich dich brauche. Ja, aber liebe Clarissa, was verlangst du denn von uns? Schafft mir die Leiche hier weg. Nun, red keinen Unsinn, mein Kind. Es handelt sich um einen Mord. Ist dir das klar? Ja, darum geht es ja gerade. Und ich finde es sehr gefährlich für uns, wenn die Leiche hier im Haus gefunden wird. Also, was bleibt uns anderes übrig? Wir müssen sie irgendwo verstecken. Ich bitte dich, wie du dir das vorstellst. Du kannst doch Tote nicht einfach durch die Gegend schleppen. Das habe ich schon gemerkt, dass ich das nicht allein schaffe. Und deshalb habe ich euch ja auch angerufen. Und während ich auf euch gewartet habe, da habe ich einen Plan gemacht. Gehört der Bridge-Tisch auch dazu? Ja, der ist doch die Hauptsache. Der ist nämlich unser Alibi. Also, jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Zwei und ein halber Robber. Ich habe mir jedes Spiel vorgestellt und die Punkte genau aufgeschrieben. Jetzt müsst ihr drei das ebenso machen, jeder in seiner eigenen Handschrift. Du bist verrückt. Komplett verrückt. Ich habe jede Einzelheit vorausberechnet. Zwei von euch sind mindestens nötig, um die Leiche wegzubringen. Ich habe nie gedacht, dass Tote so schwer sind. Ich habe vorhin versucht, ihn anzuheben. Und wo wollen wir ihn hinschaffen? Was dachtest du da? Meiner Ansicht nach wäre Marston Wood am geeignetsten. Ihr fahrt in seinem Wagen hin, lasst ihn am Waldrand stehen und kommt zu Fuß hierher zurück. Ich muss sagen, das ist eine Zumutung, wirklich. Ich bin schließlich Friedensrichter. Ach, ihr braucht natürlich Handschuhe. Das wäre noch sowas, dass nachher auf dem Wagen eure Fingerabdrücke gefunden werden. Du denkst doch an alles. Ich bin einfach sprachlos über so viel kriminalistische Begabung. Das muss man eher lassen. Die Sache ist gut durchdacht. Ja, aber es ist trotzdem ein Riesenblödsinn. Ihr müsst gleich losfahren. Denn Henry ist spätestens um 9 wieder da. Er holt Mr. Jones ab. Mr. Jones? Wer ist denn das? Ach, das ist doch jetzt ganz unwichtig. Oh, wenn ich gewusst hätte, was so ein Mord für Umstände macht. Jeremy! Also, wenn's sein muss, er macht sich auch nicht gut hier auf dem Teppich. Moment, jetzt werde ich mal ein Machtwort sprechen. Hör zu, Clarissa. Du musst bei der Sache auch an Henry denken. Na, seinetwegen ist doch die ganze Aufregung nur. Er ist vorhin weggefahren und bringt deine sehr wichtige, hochgestellte Persönlichkeit mit hierher. Und darüber muss absolutes Stillschweigen gewahrt werden. Das habe ich Henry fest versprochen. Ein Mr. Jones. Ich kann ja nichts dafür, dass er so heißt. Nun stell dir bitte vor, was es für Henrys Karriere bedeuten würde, wenn er mit Mr. Jones hier ankommt und feststellt, dass hier die Mordkommission bei der Arbeit ist. Und dass der Ermordete zu allem Überfluss noch der jetzige Mann seiner früheren Frau ist. Nun mal langsam. Ich habe den Eindruck, dass deine Fantasie mit dir durchgeht. Immer wenn ich die Wahrheit sage, will's mir keiner glauben. Ist aber auch schwer. Der Fall scheint doch schwieriger zu liegen, als ich dachte. Hoffentlich seht ihr jetzt endlich ein, dass die Leiche unbedingt aus dem Haus muss. Bleibt nur die Frage, bringen wir die Leiche zum Wagen oder den Wagen zur Leiche? Deine dummen Witze hebt ihr mal für später auf, ja? Clarissa, ich kann mich mit deinem Plan nicht so recht befreunden. Wenn wir die Sache bis morgen früh vertuschen würden und die Leiche so lange in ein anderes Zimmer bringen, schön und gut, dafür hätte ich noch Verständnis. Rowley, es geht nicht anders. Komm mal mit, ja? Also, das ist so. Clarissa, du weißt, ich hab dich sehr gern und ich würde alles für dich tun, aber so wie die Dinge hier liegen, muss ich leider nein sagen. Ja, aber begreifst du den nicht? Costello darf in keinem Falle hier bei uns gefunden werden. Wir würden alle verhört werden und wie ich Pippa kenne, würde sie das niemals durchhalten. Pippa? Ja, sie würde schwach werden und alles gestehen.
Pippa. Sie wollte es sicher nicht tun. Es war eine Art Panik. Sie hat den Stock genommen und blindlings auf ihn eingeschlagen. Welchen Stock? Der immer in der Halle stand. Du weißt doch, ich habe ihn versteckt. War sicher besser, nicht? Wo ist die Kleine jetzt? Im Bett. Ich habe mir vorgenommen, ich fahre gleich morgen früh mit ihr nach London. Das ist hier nichts für sie. Gut, meine Liebe, du hast gewonnen. Das ist natürlich was anderes. Das Kind muss selbstverständlich aus der Sache rausgehalten werden. Wäre ja noch schöner. Na, Sitzung beendet? Jawohl, ich bin finster entschlossen. Es geht sofort los. Das ist wohl deine Größe hier. Wie macht man denn das hier auf? Sekunde, hat Pippa mir gezeigt. Na, sieh mal an. Das ist da also. Ganz schönes Gewicht. Also zu dritt werden wir es wohl schaffen. Am besten wir nehmen die Decke hier. Ja. Hoffentlich geht alles gut. Das sollte mich sehr wundern. Da ist ja Polizei. Was wollen die denn schon hier? Die sind ja schneller als die Feuerwehr. Jetzt können wir ihn nicht mehr runterbringen. Komm zurück. Hier im Gebüsch deponiert. Du hast doch überhaupt kein Taktgefühl. Los, kommt. Die Polizei ist da. Ja, haben wir bereits gesehen. Ja. Nun geh, mach auf, turtel ein bisschen mit ihnen, Sanette. Halt sie noch einen Augenblick hin. Andersrum, so kriegen wir ihn nicht rein. Nun stell dich doch nicht wieder so an. Du tust ja so, als ob du das zum ersten Mal machst. So, und jetzt zu die Tür. Aber passt auf, dass nichts vorguckt. Komm drüber, jetzt hinsetzen. Tu mal die Dinger weg. So, und jetzt werden wir denen mal zeigen, wie man Bridge spielt. Also, Hugo, du bist dran. Lass den mal raus. Hätte ich mich bloß nicht darauf eingelassen. Was soll denn hier mit werden? Ach, gib her. Nun kommt schon, was treibt ihr denn da so lange? Du bist dran, Hugo, was willst du spielen? Ratet mal, wer da ist. Die Polizei. Polizei? Guten Abend, meine Herren. Tut mir furchtbar leid, dass ich Sie stören muss, aber hier im Hause soll ein Mord passiert sein. Ein was? Ein Mord? Das ist ja wohl unmöglich. Ist das nicht wahnsinnig aufregend? Allerdings. Wir bekamen vorhin auf dem Revier einen Anruf. Guten Abend, Mr. Birch. Schönen guten Abend, Inspektor Harling. Wie geht's Ihnen? Kann mich nicht beklagen, vielen Dank. Ich glaube, man hat sich da einen kleinen Scherz mit Ihnen erlaubt. Ja, wir haben den ganzen Abend hier gesessen und Bridge gespielt, nicht gemordet. Und wer soll denn ermordet worden sein? Ja, der Name ist uns noch nicht bekannt, Madame. Aus dem Anruf ging nur hervor, dass es sich um einen Mann handeln muss. Schön, wie im Kriminalroman. Das sagen Sie nicht, Madame. Im Leben passieren mitunter die verrücktesten Sachen. Sie würden sich wundern. Tja, tja. Sie sind Mr. Hilschen Brown. Ich? Wie kommen Sie denn da? Oh nein, das ist Mr. Warrender. Und das ist Sir Roland Delahay. Sehr erfreut, Sir. Möchte ich nicht sagen. Und der Herr Gemahl, Madame? Der ist leider nicht da. Und er kommt sehr spät nach Hause, fürchte ich. Ah, sonst noch jemand anwesend? Nur meine 12-jährige Stieftochter. Und die ist schon in ihrem Zimmer und schläft fest wie ein Murmeltier. Und Personal? Ist ihr freier Abend. Sie sind in Maidstone. Aha, so ist das. Da scheint also wirklich ein Missverständnis vorzuliegen. Bitte tausendmal um Entschuldigung, Madame. Aber versuchen Sie sich mal in meine Lage zu versetzen. Wenn ich einen solchen Anruf bekomme wie vorhin, dann muss ich der Sache selbstverständlich auf den Grund gehen. Habe ich recht, Mr. Birch? Absolut, Inspektor. Ich bewundere Ihren Diensteifer. Hört man gern so jederzeit was. Herzlich willkommen. Ich würde mich schrecklich freuen, Sie recht bald wiederzusehen. Sehr liebenswürdig. Elgin! Unser Butler! Ich dachte, Sie wären in Maidstone. Wir sind früher zurückgekommen, als wir wollten. Meine Frau fühlte sich nicht so. Sie hat es im Augenblick mit der Galle. Wissen Sie, ist was passiert? Es hat jemand bei der Polizei angerufen und erklärt, hier sei ein Mord begangen worden. Ein Mord? Wissen Sie zufällig davon? Nein, ich bin ja selbst ganz erstaunt. Sie waren also nicht derjenige, der angerufen hat? Hätte ich Ihnen doch gesagt. Wo sind Sie reingekommen? Durch den Hintereingang? Ja, Sir. Ist Ihnen da irgendetwas aufgefallen? Aufgefallen? Wenn Sie mich so fragen, ja. Hinten am Schuppen steht ein fremder Wagen. Ist eigentlich ein sehr merkwürdiger Parkplatz. Gehen Sie doch mal und sehen Sie nach, was los ja, ist. Ja, Sir. Jones? Wie meinen? Ach, nichts weiter. Ist nur so ein ungewöhnlicher Name. Aha. So. Also dann bitte, ja? Sie auch. Aber gehen Sie mir nicht aus dem Haus. Sieht mir ganz so aus, als wenn Sie hier heute unerwarteten Besuch hatten. Hm? Aber Sie sagten ja schon, es ist niemand weiter hier. Oh nein, niemand. Nur wir vier zum Bridge. Sie wohnen noch nicht lange hier, nicht wahr, Mrs. Hilschenbraun? Ungefähr 6 Wochen. Und während dieser Zeit haben Sie nichts bemerkt, was vielleicht nicht ganz geheuer war?
Was meinen Sie mit nicht ganz geheuer, Inspektor? Ja, wissen Sie, das ist eine mysteriöse Geschichte. Der frühere Besitzer hier war ein gewisser Mr. Sellen, Antiquitätenhändler. Er starb vor 6 Monaten. Hatte er nicht einen Unfall oder so? Ich habe mal sowas gehört. Ja, richtig, Madam. Er ist ausgerutscht und die Treppe runtergefallen. Tod durch Unfall, so hieß es damals. Das Gegenteil ist nicht bewiesen worden, aber ich muss schon sagen, dieser Mr. Sellen ist nicht so ganz astrein. Was darf man sich wohl darunter vorstellen? Es war gar nichts Besonderes, aber ein- oder zweimal musste er sich schon zu einigen Aussagen herbeilassen, der Gute. Und das Rauschgiftdezernat hat sich auch noch eingehend mit ihm beschäftigt. Aber die Untersuchung hat nichts Besonderes ergeben. Das ist die offizielle Version, wenn ich recht verstehe. Genau, das hieß also ad acta. Und inoffiziell, wie sieht die Sache da aus? Oh, ich fürchte, das würde uns wohl zu weit führen, Sir. Ich will nur so viel sagen, es blieb da ein wichtiger Umstand ungeklärt. Mr. Sellen hat einen angefangenen Brief auf seinem Tisch liegen lassen. Er schrieb darin, dass sich ein Gegenstand in seinem Besitz befinde, der, wie hat er sich nochmal ausgedrückt, der eine einmalige Rarität darstellen würde und dass er für das Original garantiere. Er verlangte 25.000 Pfund dafür. Warum nicht gleich 25 Millionen? Was kann denn das gewesen sein? Schmuck womöglich? Aber was soll das Wort Original? Vielleicht ein Gemälde? Das wäre denkbar, Sir. Aber in seinen Sachen fand sich nichts, was so viel Wert hatte. Das wurde bei der Inventur durch die Versicherung festgestellt. Ach so, ja, Mr. Sellen hatte noch einen Partner, und zwar eine Frau. Sie hat ein Zweiggeschäft in London. Wir haben mit ihr korrespondiert, aber sie konnte uns auch nicht weiterhelfen. Inspektor, warum erzählen Sie uns das? Ich sehe den Zusammenhang nicht. Meine liebe Mrs. Hilsham Brown, weil ich der Überzeugung bin, dass alles, was der selige Mr. Sellen vor uns zu verbergen hatte, hier in seinem Haus zu suchen ist und nicht in seinem Laden in Maidstone. Deshalb habe ich Sie auch gefragt, ob Ihnen hier irgendetwas aufgefallen ist. Ja, zum Beispiel heute früh. Da klingelte das Telefon und wie ich rangehe, wird einfach aufgelegt. Komisch, finden Sie nicht auch? Na und gestern, da war auch sowas, da kamen ein paar Herren, die ich überhaupt nicht kannte und die wollten unbedingt den Tisch da kaufen. Der Sekretär da? Ja, ich sagte Ihnen, das wäre unmöglich, weil er uns nicht gehört, aber das hat Sie anscheinend gar nicht interessiert. Sie haben eine märchenhafte Summe dafür geboten, das ist er niemals wert. Na, wahrscheinlich wegen des Geheimfachs. Geheimfach? Ja, aber es ist gar nichts Geheimnisvolles drin, nur ein paar alte Autogramme. Na, Jones? Ich habe mir den Wagen mal angesehen, Sir. Ja, das wird Sie interessieren. Entschuldigen Sie, Madam. Dürfen wir mal danach nebenan gehen? Aber bitte gern. Vielen Dank. Personalausweis auf den Namen Oliver Costello. Cromwell Mansions, London SB3. Den Namen schon mal gehört? Nein, Sir. Sehen Sie auf alle Fälle mal in der Kartei nach. Sonst noch was? Hier, die haben auf dem Sitz gelegen. Auch nicht mehr die allerbesten. Irgendwas scheint da nicht zu stimmen. Dieses Brettspiel schmeckt mir gar nicht. Muss ich nochmal nachprüfen. Vielleicht kann ich da einhaken. Der stellt doch das ganze Haus auf den Kopf. Der sah mir gleich so neugierig aus. Sagen Sie, war heute Abend ein Mr. Costello bei Ihnen? Ja, der war hier. Ich glaube, um 6:30 wird's gewesen sein. Ist er ein Freund von Ihnen? Och, Freund, das würde ich nur nicht gerade sagen. Ich habe ihn ein- oder zweimal gesehen. Ich kenne ihn nur flüchtig. Also, wenn Sie es ganz genau wissen wollen. Vielleicht darf ich mal kurz erklären. Es handelt sich um die erste Mrs. Hilsham Brown. Sie wurde vor gut einem Jahr geschieden und heiratete kürzlich Mr. Oliver Costello. So, und der hat Sie also heute Abend besucht. Waren Sie mit ihm verabredet? Nein. Sehen Sie, als die erste Frau meines Mannes damals von ihm wegging, da hat sie ein paar Dinge mitgenommen, die ihr nicht gehörten und auf die mein Mann großen Wert legte. Und weil Mr. Costello gerade in der Gegend war, da wollte er die Sachen zurückbringen. Was waren das für Dinge? Oh, eigentlich nichts Besonderes. Sie werden enttäuscht sein. Zum Beispiel dieses Silberkästchen. Es gehört meiner Schwiegermutter. Es hat im Grunde genommen nur Erinnerungswert. Hat Mr. Costello gesagt, wo er hin wollte, als sie hier wegging? Nein. Ich weiß nur, dass er durch die Balkontür gegangen ist und ich habe unseren Gartenzwerg Miss Peak noch gebeten, ihn rauszubegleiten und ihm den Weg zu zeigen. Wie denn was denn? Ihr Gärtner nennt sich doch nicht etwa Miss Peak? Es ist kein Gärtner, es ist eine Gärtnerin. Ach so, ja, dann darf sie. Ich würde Sie gerne mal sprechen. Lässt sich das machen? Aber natürlich, sie wohnt ganz in der Nähe. Soll ich sie anrufen? Lass mal, das mache ich schon. Immer dasselbe, wenn man sich schon mal in Ruhe die Nägel machen will. Und dann ist es bestimmt noch eine falsche Verbindung. Ja, bitte? Hallo, Miss Peak. Hier ist was Komisches passiert. Tatsächlich? Können Sie nicht schnell mal kommen? Na ja, wenn Sie meinen. Ich komme sofort, Mr. Borden. Da ist sie mir nur was über. So, das hätten wir. Miss Peak wird gleich angerauscht kommen. Die platzt schon vor Neugierde. Vielen Dank, es war sehr nett von Ihnen. So, und jetzt möchte ich mal durchs Haus gehen, wenn Sie nichts dagegen haben. Durchaus nicht. Das Zimmer hier haben Sie ja nun gesehen. Und hier kann ja wirklich nirgends eine Leiche liegen, nicht wahr? Ich schlage vor, wir fangen am besten mit der Bibliothek an. Ja, gern, Madam. Jones? Sir? Oh! Bitte nach Ihnen. So, das ist unsere Bibliothek. Nettes Stübchen.
Sehen Sie mal nach, wo die Tür hingeht. Sehe ich gleich mal, ja? Die führt in die Halle, Sir. So, dann mal das erste Stockwerk, wenn ich bitten darf. Gewiss. Oh. Tja. Sie sind nach oben gegangen. Was soll denn nun weiter werden? Ja, wenn ich das wüsste. Und der Abend fing so gemütlich an. Steigen wir doch aus der Sache aus, bevor es zu spät ist. Und die arme Clarissa bleibt allein auf weiter Flur? Nein, nein, das kommt nicht in Frage. Ich kann das nicht länger verantworten. Was hältst du denn davon? Ich fühle mich Clarissa gegenüber natürlich verpflichtet. Also, ich verstehe euch nicht. Sieh mal, du musst auch so rumdenken. Wenn die Polizei hier im Hause nichts gefunden hat, dann werden sie die Leiche eben woanders suchen und das wäre nicht das Schlechteste. Moment mal, mir kommt da gerade eine brillante Idee. Wir bringen den guten Costello an die frische Luft, solange der Inspektor noch oben ist. Ach, du musst nicht immer so viel dummes Zeug reden. Der ist da drin gut aufgehoben. Die Zimmer hier oben sind alle leer, Sir. Gut. Darf ich hier mal einen Blick reinwerfen? Oh, ist das wirklich nötig? Es ist das Kinderzimmer. Oh, ich muss leider darauf bestehen. Na schön, aber ganz leise. Nicht wie ein kleiner Engel aus? Ja, wirklich süß. Niedlich, sehr niedlich. Pflanzengifte, Hexenkünste und schwarze Magie, Zauberformeln primitiver Volksstämme. Eine reizende Lektüre. So, da wären wir. Was ist denn nun passiert? Hat jemand eingebrochen? Nein, nein, eingebrochen hat niemand. Das wäre noch das Wenigste. Miss Peak, das ist Inspektor Harling. Ein Detektiv? Was sag ich denn dazu? Das war ja schon immer mein Weihnachtswunsch oder sowas. Vielen Dank für das reizende Kompliment, Miss Peak. Freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Bitte nehmen Sie doch Platz. Danke. Oder wenn Sie stehen wollen, ist mir auch recht. Also ich würde dann sagen, bleibe ich doch lieber stehen. Ich stehe auch lieber. Ja, Miss Peak, ich bin aufgrund eines recht merkwürdigen Anrufs hier rausgekommen und hoffe, dass Sie mir helfen können. Bitte, ich stehe völlig zu Ihrer Verfügung. Ist ja mysteriös. Was kann ich denn ein Schönes für Sie tun? Es handelt sich um einen Mr. Oliver Costello aus Cromwell Mansions in Chelsea. Nie gehört den Namen. Aber er war doch heute Abend hier und hat Mrs. Hailsham Brown besucht. Und Sie haben ihn rausgebracht. Ach so, den meinen Sie? Das hätten Sie mir doch gleich sagen müssen, Inspektorchen. Was wollen Sie denn da wissen? Ich möchte, dass Sie mir die Situation ganz genau beschreiben, Madame. Ja, natürlich. Lassen Sie mich nachdenken. Ich muss mich konzentrieren. Ich glaube, er stand hier. Ja, und dann ging ich mit ihm hier rüber, so etwa, und dann gingen wir beide zur Tür raus. Und dann, oh, ich bitte um Entschuldigung, ich war eben völlig in Gedanken. Dann ging er rüber zum Schuppen. Da stand nämlich sein Wagen, wissen Sie? Und dann? Dann? Ja, danach. Na, das ist er weggefahren, was sonst? Sein Wagen steht aber noch draußen. Miss Peak, wir wurden heute Abend um 7.40 Uhr auf dem Revier angerufen und davon unterrichtet, dass ein Mann in Coppleton Court ermordet worden ist. Ein Mord hier bei uns? Und die Leiche haben Sie nicht gefunden? Der Inspektor hat bereits das ganze Haus durchsucht. Na, ich würde mich ja gar nicht wundern, wenn die Elgins was damit zu tun hätten. Ich bin eben bei Ihnen vorbeigegangen, da war noch Licht. Nehmen Sie das gleich mit zum Protokoll, Sergeant. Moment. Jetzt rede ich. Nehmen wir Folgendes an, ist natürlich nur eine Vermutung von mir. Stellen Sie sich vor, Mr. Costello wüsste, dass Elgin keine saubere Weste hat. Nehmen wir an, er ist vorhin noch einmal zurückgekommen, um Mrs. Hailsham Brown zu warnen. Und Elgin hätte ihn umgebracht, dann müsste er die Leiche verstecken. Welcher Platz käme dafür wohl in Frage? Miss Peak, niemand hat hier irgendwo irgendwas versteckt. Merken Sie sich das? Ach, da seien Sie mal nicht so sicher. Bleibt nur zu überlegen, wo würde ein Mann wie Elgin eine Leiche verstecken. Lassen Sie mich nachdenken. Sie haben natürlich schon in dem kleinen Kabuff gesucht, zwischen dem Salon und der Bibliothek. Der Inspektor hat hier nachgesehen und in der Bibliothek. So? Was meinten Sie denn da eben mit dem kleinen Kabuff, Miss Peak? Ach, das ist ein wunderbares Versteck, kann ich Ihnen sagen. Kommt kein Mensch drauf, da würde ich zum Beispiel eine Leiche verstecken. Ich zeig's Ihnen mal. Da ist doch jetzt gar nichts drin. Ich bin gerade vorhin durchgegangen, als ich aus der Bibliothek gekommen bin. Dann können wir uns die Vorstellung wohl sparen. Das ist aber schade. Das interessiert mich aber trotzdem. Ach, damit machen Sie mir eine Riesenfreude. Ich finde das so hübsch. Darf ich? Moment. Sehen Sie, das hier, das war mal eine richtige Tür. Und hier hinter dem Buch haben wir einen kleinen Riegel. Den drückt man ganz einfach nach rechts und schon geht die Tür auf. Ist das nicht reizend? Ja. Du, pass auf, der Tisch. Oh. Hättest du doch vorher sagen müssen. Du liebe Zeit, da kann man ja in die Knie gehen. Hätte ich nie gedacht, dass die so schwer ist. Na, du sei mal ganz still, du hast doch das leichtere Ende, was ich hier so...
Na schön, sagen Sie dem Doktor Bescheid, sobald er zurück ist. Was? Ja, der soll auch mitkommen, ist doch klar. Wir brauchen Fotos, aber er soll sich gleich in Trab setzen. Wiedersehen. Tja. So, Madam. Mrs. Helsham Brown hat einen schweren Schock erlitten. Sie ist jetzt nicht in der Lage, irgendwelche Aussagen zu machen. Nicht, doch ich nehme mich ja schon zusammen. Ich brauche jetzt nur ein Aspirin, dann komme ich wieder auf die Beine. Haben Sie keine Angst, sie rückt nicht aus. Das ist äußerst beruhigend. Aber ich möchte darum bitten, dass sie möglichst schnell wieder zurückkommt. Ja, natürlich. Und dann würde ich mich gerne noch mal mit Ihnen unterhalten, Sir. Aber mit Vergnügen. Ich würde sagen, wir bringen Mr. Costello wieder in sein Kämmerchen und machen zu. Ja, machen wir zu, sicher. Oh. Pass doch auf! Entschuldige bitte, habe ich dir wehgetan? Nein, nein. Na Gott sei Dank. Wie geht's Miss Peak? Besser? Ja, sie ist zwar immer noch weg, aber ich glaube, sie wird es überstehen. Das heißt, soweit ich es beurteilen kann. Sag mal, bist du nicht auch ohnmächtig gewesen? Ja, aber ich habe mich sehr schnell wieder erholt. Ich habe eine Pferdenatur, weißt du? Na, scheint so. Wie soll sich denn die Sache nun weiter abspielen? Och, deswegen mache ich mir ja solche Sorgen. Henry kann jeden Moment zur Tür reinkommen mit Sir John und diesem anderen wichtigen Menschen. Oh, Jeremy, wir müssen unbedingt die Polizei loswerden. Das dürfte allerdings nicht so ganz einfach sein, jetzt, wo sie die Leiche gefunden haben. Das stimmt schon. Aber pass mal auf, wie wär's denn, wenn du rübergehst zu Miss Peaks Wohnung, den Inspektor von da aus anrufst und sagst, er soll sofort nach Hause kommen, es wäre was Dringendes. Das ist eine gute Idee. Ja, aber was soll denn sein? Sag einfach, sein Haus brennt ab. Na, nachher hat er bloß ein möbliertes Zimmer. Nein, nein, das geht doch nicht. Das ist doch zu billig. Na schön, dann kannst du ja auch sagen, seine Frau muss sofort ins Krankenhaus gebracht werden. Na, hoffentlich ist er nicht Junggeselle. Vielleicht, wo bist du denn? Ach so, sieh mal, wenn seine Frau und Krankenschwester ist und heute Nachtdienst hat. Nein, nein, das ist schon besser. Wir legen uns eine gute Ausrede zurecht, bevor wir verhört werden. Jeremy, wenn ich den Inspektor hier nicht aus dem Haus kriege, bringe ich Henry damit in Teufelsküche. Hallo, Sergeant. Inspektor Harling wartet auf Sie, Madam. Sofort. Ich habe mich nur eben erkundigt, wie es Miss Peak geht. Ja. Nein, Sie nicht. So, jetzt darf ich mal bitten, ja? Na, alles wieder in Ordnung? Sir Roland, würden Sie die Güte haben, uns beide allein zu lassen? Ich würde gerne hierbleiben, wenn es recht ist. Wenn wir ohne Sie nicht weiterkommen, werden wir Sie schon rufen. Wie Sie wünschen. Nehmen Sie Platz, Madam. Aha, Geheimsitzung da drin. Ja. Arme Clarissa. Hätte gern ein paar Stichworte geflüstert. Sie wird das schon sehr hübsch machen. So. Ich habe nur ein paar kurze Fragen, Madam. Schrecklich gern. Ich fürchte nur, ich kann Ihnen nicht weiterhelfen. Ich weiß überhaupt nicht. Wussten Sie auch nicht, dass die Leiche da drin war? Woher sollte ich denn? Es ist doch alles so furchtbar. Finden ja, Sie sehr nicht unerfreulich. Auf? Aber warum erwähnten Sie das Versteck nicht, als wir uns vorhin hier im Salon umgesehen haben? Ich dachte im Augenblick nicht daran. Sehen Sie, wir benutzen es ja niemals. Und da kam ich einfach nicht auf den Gedanken. Aber Sie sagten doch, Sie wären dadurch in die Bibliothek gegangen. Ach, da haben Sie mich wahrscheinlich falsch verstanden. Ich meinte die Tür daneben an. Ja, sicher. Das wird ein Missverständnis gewesen sein. Sie können sich auch nicht erklären, wie Mr. Costello nochmal hier reingekommen ist, nachdem er sich verabschiedet hatte. Ist mir völlig schleierhaft. Ist hier jemand im Haus, den er vielleicht noch besuchen wollte? Ich wüsste nicht wen. Das hätte mir doch auch sicher gesagt. Mrs. Helsham Brown, Mr. Costello kommt in dieses Zimmer, wird hier umgebracht, seine Leiche wird da reingeschafft und keiner merkt was davon. Das ist wirklich unglaublich. Ja, das finde ich richtig immer. Fantastisch. Das wäre im Augenblick alles, Mrs. Helsham Brown. Nein, bitte nicht in die Bibliothek. Ich wäre aber lieber mit den anderen zusammen, ist doch alles so aufregend. Später, später. Jones. Nach dem Essen sind wir dann aus dem Club hierher gefahren und haben Bridge gespielt. Das ist doch ganz einleuchtend, da ging es nicht ein. Nein, 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 das ist ganz faul, so geht's nicht. Außerdem ist es jetzt zu spät dazu. Das ist ja das Dumme. Clarissa hat dem Inspektor vielleicht ganz was anderes erzählt. Das hört sich ja alles sehr schön an, aber nun mal Folgendes, ja? Sie sind heute nach Maidstone gefahren und früher zurückgekommen, als Sie wollten. Warum? Meine Galle hat verrückt gespielt, war nicht zum Aushalten. Als Mr. Costello heute Abend kam, haben Sie ihm da aufgemacht? Jawohl, Sir. Haben Sie ihn schon früher mal irgendwo gesehen? Noch nie. Aha. Wegen Mr. Costello sind Sie also nicht zurückgekommen, wie? Aber ich sagte Ihnen doch, Sir, meine Frau hat es mir... Sie wissen wohl gar nicht, wo bei Ihnen die Galle sitzt, sonst würden Sie nicht so dumm fragen. Lassen Sie Ihren Mann doch auch mal zu Wort kommen. Bei Ihnen hat er ja wohl nicht viel zu sagen. Also, wie lange sind Sie schon hier im Haus? Seit 6 Wochen. Und wo waren Sie vorher? Da war ich längere Zeit krank. So, krank. Ist Ihnen eigentlich klar, dass alle Aussagen und Referenzen von uns genau nachgeprüft werden? Ich wollte Sie ja nicht täuschen oder so. Verstehen Sie das nicht falsch? Ich habe mir gar nichts weiter dabei gedacht. Es war nur so, dass... Also mein letztes Zeugnis habe ich unglücklicherweise verloren. Und naja, vielleicht hatte ich den Wortlaut nicht mehr so ganz im Kopf. Sie haben sich jedenfalls ein neues ausgeschrieben. Ist doch nichts Schlimmes. Warum fragen Sie die Peak schon nicht nach Ihren Referenzen? Wäre ganz interessant. Mich interessiert im Augenblick weniger das Vorleben von Miss Peak als die Tatsache, was hier im Haus vorgegangen ist und was Sie über Mr. Costello wissen. Ich habe ihn vorher niemals gesehen. Aber ich kann mir schon vorstellen, was er hier wollte. So, was denn? Erpressung. Er wusste irgendetwas von ihr.
Von Mrs. Helschen Braun? Na los, Alfred, sag ihm, was du gehört das hast. Das will ich ja gerade, lass mich doch mal ausreden. Als ich heute Abend in den Salon ging, um zu fragen, ob noch irgendwas wäre, da haben die beiden miteinander gesprochen. Und was haben sie da gehört? Ich glaube, sie sagte gerade, Augenblick, wie war das nochmal gleich? Irgendwas von Erpressung war es jedenfalls. Und weiter nichts? Nein, sie war dann sofort still. Naja, kann sein, dass ich sie noch brauche. Gehen Sie noch nicht schlafen. Da kann man wohl sagen, eine sehr unerfreuliche Geschichte, Mr. Birch. Ich nehme an, Sie werden sich Ihre Meinung gebildet haben, Sie als Friedensrichter. Es würde mich interessieren, was Sie darüber denken. Gar nichts. Mehr nicht. Was erwarten Sie denn von mir, Inspektor? Ich habe ja auch nur das gesehen, was Sie selbst miterlebt haben. Und Sie können uns keine näheren Angaben machen? Nein, ich wüsste nicht. Nur, dass ich nicht der Täter bin. Ich habe ihn ja nicht mal gekannt. Auch nie von ihm gehört? Doch, das schon. Soll ja ein ziemlicher Hallodri gewesen sein. In welcher Beziehung denn? Na, so ganz allgemein. Er war genau der Typ, der bei Frauen ankommt und für den wir Männer nichts übrig haben. Ja. War da vielleicht... Ich meine, war da mal was zwischen ihm und Mrs. Helschen Braun? Er und Clarissa? Um Gottes Willen. Nein. Da hat sie ja nun einen besseren Geschmack. Dann können Sie uns also auch nicht weiterhelfen, Sir. Bedauere außerordentlich. Sie haben keine Erklärung dafür, dass er noch ein zweites Mal zurückgekommen ist? Sonst würde ich es Ihnen sagen. Oder wie die Leiche in das Versteck gekommen ist? Nein, auch nicht. Tja, schade. Trotzdem vielen Dank, Mr. Birch. Wie meinen? Vielen Dank, das war alles. Aha. Und entschuldigen Sie nochmals, dass ich Sie behelligen musste. Aber bitte, bitte. Jones, und jetzt Mr. Birch. Nein, das ist ja verkehrt. Wenn ich mal hier rüber bitten dürfte, ja. Hier. Ist Ihnen ja wohl auch nicht sehr angenehm, was? Hm? Friedensrichter in einer Mordsache verwickelt? Hier ist er. Delahaye. Sir Roland Edward Mark. 12. Februar 1895. Eton-Schüler. Trinity College. Zwei Jahre in Südafrika. Zweiter Attaché in Madrid. Im Dippel. Im Dippel? Haben Sie schon mal was vom Dippel gehört? Tja. Dann in Konstantinopel mit Sonderauftrag. Seit drei Jahren im Ruhestand. Clubs, Budel, White. Soll ich mir den Alten schnappen? Schnappen? Ja, schnappen. Soll ich denn? Ich werde mich später mit Sir Roland unterhalten. Jetzt nicht. Erstmal den jungen Warner. Auch recht. Suchen Sie jemanden? Ja, Sir. Mr. Warner, bitte. Da ist keine Leiche. Weiß man ja nie. Ah, Mr. Warner. Setzen Sie sich doch. Vielen Dank. Na, Inspektor, wie weit sind Ihre Kombinationen gediehen? Oh, kann ich klar. Bin schon ganz zufrieden soweit. Schreiben Sie mit. Sie sind ja mal so freundlich und geben Ihre Personalien an, ja? Aber selbstverständlich. Jeremy Warrender. Meine Stadtadresse ist London W1, Grosvenor Square 34. Landsitz Heppelstone in Wiltshire. Unter Beruf schreiben Sie hin, freischaffend tätig. Ach, das trifft's leider nicht ganz. Ich bin Privatsekretär bei Sir Lazarus Stein. Der Name dürfte Ihnen ja wohl geläufig sein. Tja. Kannten Sie Oliver Costellos, ja? Ich habe natürlich schon von ihm gehört, versteht sich. Aber gesehen habe ich ihn vorhin zum ersten Mal. Wann denn? Als er heute Abend seinen Besuch gemacht hat, oder wie? Nein, als Miss Peake vorhin aufs Knöpfchen gedrückt hat. Ich war ja zu der fraglichen Zeit gar nicht im Hause, sondern gemeinsam mit Sir Roland und Mr. Birch zum Abendessen in unserem Club. Haben Sie Mrs. Helschen Braun nicht eingeladen, mitzukommen? Nein. Nicht? Ich meine, sie hätte natürlich mitkommen können, wenn sie Lust dazu gehabt hätte. Dann könnte man es also so ausdrücken. Sie war zwar eingeladen, hat aber abgelehnt. Nein, direkt eingeladen wurde sie nicht von uns. Das war etwas anderes. Sehen Sie, ihr Mann ist beruflich viel unterwegs. Sie sieht ihn gar nicht oft. Sie wusste auch heute nicht genau, wann er nach Hause kommt, und da wollte sie wohl auf ihn warten. Aha. Dann hat es sich also so verhalten, dass Mrs. Helschen Braun ihren Mann zum Essen erwartet hat. Was meinen Sie, hatte sie irgendeinen Anhaltspunkt dafür, dass er noch mal wieder weg musste? Das kann ich Ihnen beim besten Willen nicht verraten, Inspektor. Das fiel mir nicht so ganz in den Kopf, dass Mrs. Helschen Braun es nicht vorgezogen haben soll, mit Ihnen in den Club zu gehen. Anstatt hier zu sitzen und mutterseelenallein Abendbrot zu essen. So ungewöhnlich finde ich das nun nicht. Sie vergessen dabei Ihre Stieftochter, die wollte Sie vermutlich nicht allein lassen. Es gäbe dafür auch noch einen anderen Grund, dass sie nämlich Besuch erwartet hat. Ich muss sagen, das ist wirklich recht geschmacklos, Inspektor. Und reine Theorie. Das sagen Sie. Costello muss doch hergekommen sein, um mit irgendjemand zu sprechen. Das Dienerpaar hatte Ausgang, Miss Peake wohnt in ihrem eigenen Häuschen. Es war also niemand da, den er hätte besuchen können, außer Mrs. Helschen Braun. Oder doch?
Was weiß ich? Ich bin ja kein Hellseher. Aber ich mache Ihnen einen Vorschlag, Inspektor. Fragen Sie doch Mrs. Hailsham Brown selbst. Das habe ich bereits getan. Jetzt erzählen Sie mir aber mal, warum Sie vom Club hierher zurückgekommen sind. War das vorher so besprochen? Ja, ich meine natürlich nein. Was meinen Sie denn nun wirklich? Sehen Sie, das war so. Wir sind zusammen hingegangen, Rolli und Hugo sind gleich rein essen und ich habe inzwischen draußen noch ein halbes Stündchen trainiert. Später, nachdem ich auch gegessen hatte, hat jemand Bridge vorgeschlagen. Ich sagte, das ist eine wunderbare Idee, gehen wir am besten nach Hause und spielen wir dann da. Das war also Ihr Vorschlag? Oh Gott, beschwören kann ich's nicht, kann auch Hugo Birch gewesen sein. Sie kamen jedenfalls zurück. Wann etwa? So genau kann ich das nicht sagen. Als wir aus dem Club weggingen, war es kurz vor acht. Man geht nicht länger als 5 Minuten. Und dann haben Sie Bridge gespielt? Ja. Sie haben demnach im Höchstfall 20 Minuten gespielt, bevor ich gekommen bin. In der Zeit können Sie aber unmöglich zwei Robber machen und noch einen dritten anfangen. Nein, das wäre ja reine Hexerei. Der erste steht wahrscheinlich noch von gestern drauf. Warum hat denn nur einer mitgeschrieben? Ist ja ganz was Neues. Beim Bridge müssen doch immer alle vier schreiben. Sie wollen es aber wirklich ganz genau wissen. Wir waren einfach zu faul zum Zählen und haben Clarissa die Schularbeiten überlassen. Wussten Sie von der Geheimtür, die von hier zur Bibliothek rübergeht? Ach so, Sie meinen die Leichenkammer, ja? Sie haben Humor. Davon hatte ich natürlich keine Ahnung. Aber ist das nicht eine feine Sache? Darauf wären Sie doch bestimmt nie gekommen. Woher denn auch? Wer denkt denn an sowas? Sagen Sie mal selbst, hätten Sie vielleicht dahinter eine Leiche vermutet? Nicht in 1000 Jahren. Da hätte ich eher bei mir unterm Kopfkissen eine gesucht. Sowas gibt's doch in Wirklichkeit überhaupt nicht. Bullert da plötzlich eine Leiche aus der Wand. Sind das Ihre Fingerlinge? Nein, nein. Das heißt, Moment mal. Ja, doch, ja. Ja, das sind meine. Die hatten Sie wahrscheinlich vorhin an, als Sie aus dem Club kamen, nicht wahr? Ja, es ist kühl heute und ich friere immer so leicht an den Händen. Das ist wohl ein kleiner Irrtum. Da ist nämlich Mr. Hailsham Browns Monogramm drin. Ach so, ja, ich habe ein paar, die sehen genauso aus. Die hier vielleicht? Nein, nein, damit legen Sie mich nicht nochmal rein. Da ist doch auch sein Monogramm drin. Ich meine, man kann sie wirklich nicht auseinanderhalten. 3 Paar Handschuhe und zufällig alle 3 mit Mr. Hailsham Browns Anfangsbuchstaben. Ist das nicht sonderbar? Sowas gibt einem doch zu denken. Ich danke Ihnen, Mr. Warrender, das war's. Sie werden doch hoffentlich nicht annehmen, dass ich... Wie meinen? Ich wollte sagen, hoffentlich klärt sich die Sache bald auf. Entschuldigen Sie, Sir, ja? Ja, bitte. Dort lang, bitte. Ja. Ja. Na, Mr. Holmes, wie beurteilen Sie die Lage? Alles noch etwas unklar, mein lieber Watson. Nicht? Geben Sie mir mal den Wälzer da. Ja, Sir. Wollen wir mal sehen. Stein heißt der, Lazarus Stein, OPQRS. Ah, da ist er ja, Sir Lazarus. Teilhaber der britisch-arabischen Oil Company und der Anglo-Petroleum Company. Liebhabereien, Philatelie, sammelt also Briefmarken. Golf, Fischen, Adresse London B1, Grosvenor Square 34. Jawohl, das wissen wir bereits. Was ist denn das? Eine Karte, Sir. Na, das sehe ich auch. Wo hat denn die gelegen? Da unten. Das Peak Ass? Ja. Blau. Genau. Ja, stimmt. Ist genau dasselbe Spiel. Suchen Sie mal durch, ob Sie eins finden. Ja. Hier vielleicht? Ist kein Peak Ass dabei. Sehr merkwürdig, Jones. Sehr merkwürdig. In der Tat, ja. Bridge oder Peak Ass. Gehen Sie, Jones, holen Sie Delahaye. Sir Roland Delahaye, Sir? Ja, Sir Roland. Was wir uns da ausgedacht haben, ist bei ihm nicht so richtig angekommen. Und die Handschuhe hat er auch gefunden. Wie ein dummer Junge steht man da, passt mir gar nicht. Ich war von Anfang an dagegen, habe ich ja gesagt. Clarissa ist in keiner Weise geholfen und wir kommen noch selbst in Verdacht. Ja, Sir, also, ich hätte den Fall gern noch in allen Einzelheiten mit Ihnen durchgesprochen. Danke für Ihr Vertrauen, stehe zur Verfügung. Ich danke Ihnen, Sir Roland. So, Sie haben also mit den beiden Herren heute Abend im Club gegessen. So ist es. Und als wir gerade beim Käse waren, rief Mrs. Hailsham Brown an und sagte, ihr Mann hätte dringend noch mal weg müssen und ob wir nicht rüberkommen, eine Partie Bridge mit ihr spielen wollten. Das taten wir dann auch. Und wir hatten etwa, na, ich würde sagen, 20 Minuten oder so gespielt, als sie kamen. Alles andere ist ihnen ja bekannt. Merkwürdig, Mr. Warrender hat mir da eine etwas andere Darstellung gegeben. Ach, was hat er denn gesagt? So wie er sich ausgedrückt hat, kam der Vorschlag zum Bridge-Spielen von einem aus Ihrem Kreis. Mr. Birch hat ihn nämlich gemacht. Aber lieber Inspektor, das wissen Sie doch nun selbst. Wenn 2 Leute etwas aussagen, stimmt das in den seltensten Fällen überein. Und wenn sich die Aussagen von 3 Leuten decken, dann seien Sie sehr vorsichtig. Sowas ist in höchstem Maße verdächtig. In meinen Augen jedenfalls. Naja, gewiss. Ist vielleicht schon was dran. Aber nun weiter im Text. Mr. Costello ist heute Abend hierher gekommen, um jemand ganz Bestimmtes zu treffen. Das konnte jeder von Ihnen sein, mit Ausnahme von Mr. Birch, der nicht hier im Hause wohnt. Was Sie betrifft,
Sie hatten wohl keinen Grund, ihn umzubringen, wie? Wollen Sie damit einen bestimmten Verdacht aussprechen? Aber ich bitte Sie, Sir, das würde ich mir nie erlauben. Nein, nein, das war ja eine reine Feststellung von mir. Ach so. Wie stehen Sie eigentlich zu Mr. Warner? Ich kenne ihn erst seit einer Woche, obwohl er ein alter Freund der Familie Helsham Brown ist. Ein netter, sympathischer Mensch. So viel über Mr. Jeremy Warner. Und damit wäre ich bereits bei meiner nächsten Frage, Sir. Wie ich zu den Helsham Browns stehe. Mrs. Helsham Brown, Clarissa, ist mein Mündel und uns beide verbindet eine herzliche und aufrichtige Zuneigung. Wie schön, wie schön. Da sind wir ja schon einen großen Schritt weiter. Jetzt ist der Fall für mich vollkommen klar. Tatsächlich? Ja, Sir. Warum sind Sie drei aus dem Club zurückgekommen und haben so getan, als ob Sie Bridge gespielt hätten? Wieso getan? Hier. Diese Karte haben wir eben unterm Sofa gefunden. Ohne das zweite Pik Ass kann man nicht gut spielen. Stimmt's? Schlecht. Deshalb habe ich ja auch verloren. Außerdem finde ich, dass drei Paar von Mr. Helsham Browns Handschuhen unterm Sofakissen auch nicht gerade eine Empfehlung für Sie und Ihre Freunde sind. Na, das werden wir ja wohl noch verschmerzen können. Ich würde sagen, Mrs. Helsham Brown wusste, dass die Leiche in der Wand versteckt war. Ob sie sie dahin geschafft hatte, ist eine zweite Frage. Fest scheint mir aber zu stehen, dass Mr. Costello hergekommen ist, um von ihr Geld zu erpressen. Auf welche Weise? Das weiß ich vorläufig noch nicht, aber ich komme dahinter, das verspreche ich Ihnen. Mrs. Helsham Brown ist jedenfalls eine sehr anziehende, reizvolle junge Dame und Mr. Costello soll auch nicht ohne Charme gewesen sein. Inspektor, ich habe das Gefühl, Sie sind da auf der falschen Fährte. Woher wissen Sie eigentlich, dass Costello hergekommen ist, um jemanden zu sprechen? Er hätte auch einen anderen Grund haben können. Bitte nennen Sie mir einen. Sie erwähnten vorhin Mr. Sellen und dass das Rauschgift der Zanat sich mal lebhaft für ihn interessiert hat. Ja, ja. Vielleicht besteht da ein gewisser Zusammenhang. Gift, Sellen, Sellens Haus. Costello ist ja früher schon mal hier gewesen, soviel ich gehört habe. Angeblich, weil er sich für antike Sachen interessierte. Nehmen wir also mal an, Costello hätte hier im Hause einen bestimmten Gegenstand gesucht. Diesen Sekretär zum Beispiel. Wie kommen Sie denn darauf? Neulich hat jemand eine horrende Summe dafür geboten. Es wäre also durchaus möglich, dass Costello hergekommen ist, um sich den Tisch anzusehen. Es wäre ferner möglich, dass ihn jemand beobachtet hat und dass ihn dieser jemand hier umgebracht hat. Und da der Betreffende ein ordnungsliebender Mensch ist, hat er die Leiche hier nicht rumliegen lassen. So ungefähr. Ja. Da müsste er also mit den verschiedenen Türen hier sehr genau Bescheid wissen. Er wird das Haus ja von früher her gekannt haben. Sicher. Moment. Nein, Sir, damit bin ich nicht zufrieden. Das erklärt nämlich noch nicht, warum Mrs. Helsham Brown uns nicht an die Geheimtür ranlassen wollte. Sie wusste, dass die Leiche dahinter war. Erlauben Sie, dass ich ein paar Worte mit ihr spreche? Das lässt sich machen, Sir. Aber nur in meiner Gegenwart. Das genügt auch. Holen Sie Mrs. Helsham Brown. Sofort, Sir. Na, wie geht's, Pippa? Ha, so einen Schlaf möchte ich auch mal haben. Wo sind denn die beiden anderen? Miss Pig ist immer noch da drin. Die ist noch vollkommen hinüber. Und Roli ist gerade dran. Das dauert ja ewig. Entschuldigen Sie, Madame. Der Inspektor hätte Sie gern noch mal gesprochen. Oh, jetzt fällt mir aber bald nichts mehr ein. Hör zu, Schätzchen. Jetzt erzähl dem Inspektor mal die Wahrheit. Die Wahrheit? Es geht nicht mehr anders. Danke. Also, Madame, nun mal bitte ganz genau. Gut. Es war alles furchtbar einfach. Es fing damit an, dass Oliver Costello hier wegging, dann kam Henry nach Hause und fuhr wieder weg und dann kam ich hier rein mit den belegten Broten. Wozu denn Brote? Ich musste ihnen doch etwas anbieten, den beiden Herren. Henry war doch weggefahren, um einen wichtigen Mann abzuholen, einen Mr. Jones, aber das darf ich Ihnen ja gar nicht sagen. Und weiter? Ich kam, wie gesagt, hier rein und wäre beinahe über diese Leiche gestolpert und dann sah ich, dass es Costello war und da wusste ich vor Schreck nicht, was ich machen soll. Und Sie dachten nicht daran, die Polizei anzurufen? Oh, doch, aber ich hatte Angst, dass es für Henry sehr unangenehm wäre. Ja, das kann ich verstehen. Sehen Sie, mit Ihnen kann man reden, das wusste ich ja. Die Leiche war tot, da war nichts mehr zu machen, sonst hätte ich einen Doktor angerufen. Und dem Toten ist es doch vollkommen gleich, ob er in Marston Wood oder in meinem Salon liegt. Finden Sie nicht auch? Wie kommen Sie denn in dem Zusammenhang auf Marston Wood? Ach, das habe ich Ihnen noch gar nicht gesagt. Wir wollten ihn zuerst dahin bringen, aber dann sind Sie gekommen. Aber, und deshalb haben Sie die Herren also überredet, ihn da drin zu deponieren? Ja, und ich muss sagen, es war wirklich sehr nett von Ihnen. Nehmen Sie es mir nicht übel, aber ich glaube Ihnen kein Wort davon. Es gibt nur einen Grund, weshalb Ihre Freunde falsch ausgesagt haben. Und der wäre? Sie glauben oder wissen, dass Sie Costello umgebracht haben. So kann man es auch ansehen. Ich werde Ihnen jetzt die Wahrheit sagen. Da kann ich Ihnen nur zuraten, Madame. Als mein Mann weg war, ging ich in die Küche und machte die Brote zurecht für Henry und Mr. Jones und noch einen wichtigen Herrn. Und in der Küche, da hörte ich plötzlich ein sehr sonderbares Geräusch. So richtig unheimlich. Ich bekam einen Todesschreck und rannte zurück in die Halle. Und da hörte ich es wieder, ganz deutlich. Wo denn? Hier drin. Und weiter? Zuerst ging ich an die Garderobe. Da holte ich mir den schweren Stock, den hielt ich mit beiden Händen fest und ging rüber in die Bibliothek. Und von da habe ich mich in den Geheimgang geschlichen. Weil Sie den Salon beobachten wollten, ohne gesehen zu werden? Ja, genau. Und dann habe
habe ich schnell auf den Knopf gedrückt und da sah ich, dass hier ein Mann stand. Hier, wo wir jetzt stehen. Er hatte etwas Schwarzes, Glänzendes in der Hand. Es war ein Revolver und ich hatte furchtbare Angst, dass er auf mich schießen würde. Und da habe ich den Stock hochgehoben und ganz fest zugeschlagen. Was war denn das? Und da habe ich ja noch mal Glück gehabt. Weiter. Er fiel nach hinten über und da sah ich, es war Oliver Costello. Er war tot. Ich war völlig außer mir und habe in meiner Verzweiflung den Golfclub angerufen. Dann habe ich die drei angefleht, herüberzukommen und die Leiche wegzuschaffen. Aber wieso denn? Überlegen Sie mal selbst. Mein Mann wäre doch beruflich erledigt. Und dann noch ausgerechnet jemand, den wir kannten. Das hätte doch einen furchtbaren Skandal gegeben. Und obendrein hat dieser Widerling, dieser Costello, Sie auch noch erpressen wollen. Wieso erpressen? Na, es war doch so. Davon war gar keine Rede. Aber Elgin hat doch irgendwas von Erpressung gehört. Elgin? Ja. Ach, natürlich, jetzt weiß ich schon. Ja, ich hatte es ja völlig vergessen. Was hatten Sie vergessen? Ach, das war so. Oliver Costello hatte gehört, dass wir für das Haus nur 10 Guinness die Woche bezahlen. Und zwar komplett möbliert. Er sagte, ist ja unwahrscheinlich, dass ihr das zu dem Preis bekommen habt. Oder hast du etwa den Makler erpresst? Ich sagte richtig geraten, es war Erpressung. Und das muss Elgin wohl gerade gehört haben. Mrs. Helsham Brown, ich möchte mich aber Ihnen nicht unbeliebt machen, aber das werden Sie doch zugeben müssen. Es klingt höchst unwahrscheinlich, dass Sie für diesen entzückenden Landsitz nur 10 Guinness bezahlen. Sie scheinen mir ja ein ganz Misstrauischer zu sein, das ist nicht mehr... Ich kann Ihnen zwar nicht alles beweisen, was ich gesagt habe, aber hiervon können Sie sich selbst überzeugen. Ein Augenblick. 10 Guinness pro Woche. Bitte, hier haben Sie es schwarz auf weiß. Da muss ich mich geschlagen geben. Trotzdem, man soll es nicht für möglich halten. Ich weiß nämlich zufällig, dass der Makler 50 verlangt hat, bevor Sie gemietet haben. So ist das manchmal. Vielleicht glauben Sie nun auch, was ich Ihnen vorhin erzählt habe, Inspektor. Man ist ja schließlich auch ein bisschen Menschenkenner, Madam. Und als alter Kriminalist weiß man schon, ob jemand die Wahrheit sagt. Na, Inspektor, alles in schönster Ordnung? Ja, Rolly. Ich habe dem Inspektor alles erzählt, dass ich es war, die ihm eins mit dem Stock über den Kopf gegeben hat und dass ich dann erst erkannt habe, wer es eigentlich war und dass er es draußen in Marstonwood doch viel bequemer hat als hier. Was redest du denn da für einen Unsinn? Es hat schon alles seine Richtigkeit. Mrs. Helsham Brown hat ein umfassendes Geständnis abgelegt. Den Eindruck habe ich auch. Ich glaube, es war das Vernünftigste. So, Mrs. Helsham Brown, haben Sie doch mal die Güte und zeigen Sie mir ganz genau, wo der Mann stand, als Sie die Tür aufmachten. Aber mit Vergnügen. Jones? Ja, Sir. Ja. Ja. Ja, hier muss er ungefähr gestanden haben. Direkt neben dem Sekretär. Sehr schön. So, Jones, darf ich mal bitten? Salam alaikum, die Wand verschwindet. Sie kamen heraus. Sie ist weg. Die Leiche. Na du. Die Leiche ist weg. Man kann sich auf nichts verlassen, kann man sich. Ja, sie ist weg. April? April. Schon erhört. Ist es hier? Oh. Den denn hingebracht? Ja, ich weiß von nichts. Damit ist jedenfalls eins bewiesen. Costello hat das Geheimfach aufgemacht. Warum hast du ihm um Gottes Willen nicht die Wahrheit gesagt? Konnte ich doch nicht. Was soll denn aus Pippa werden? Außerdem ist es so unwahrscheinlich, hätte mir doch nicht geglaubt. Warum hast du ihm dann den Blödsinn mit dem Stock erzählt? Irgendwas musste ich doch erzählen. Damit hast du dir ja was Schönes eingebrockt. Das gibt eine Anklage wegen Totschlags. Entschuldige, es war Notwehr. Hab ich nötig, mir sowas bieten zu lassen? Das werden Sie schwer bereuen. Ich habe mir das jetzt lange genug mit angesehen. Jetzt wird das ganze Haus umgekrempelt. Und wenn ich die Leiche gefunden habe, dann bringe ich sie alle, wie sie da sind, vor Gericht wegen Verdunklung und Irreführung. Und was weiß ich? Bitte? Dag Dr. Barry. Tut mir leid, ich konnte nicht eher. Wo haben wir denn nun die Leiche? Tja, wir haben hier zwar eine Leiche gehabt, aber sie ist abhandengekommen. Ach, und ja. Sie haben nur dafür gesorgt, dass ich meinen Verdauungsspaziergang mache, ja? Ist ja reizend, Inspektorchen. Vor einer Stunde war sie noch da. Nicht wahr, Jones? Dreiviertelstunde. Das sind die Nerven, kenne ich. Ist im letzten Monat alles ein bisschen viel für Sie gewesen, Sir? Sie könnten froh sein, wenn Ihre Nerven so gut wären, Verehrtester. Hier im Haus hat eine Leiche gelegen. Nehmen Sie es nicht so tragisch. Wenn sie wieder sichtbar geworden ist, rufen Sie mich an. Ja, werde ich mir erlauben. Gute Nacht, Inspektor. Gute Nacht. Sie gehen in die Küche und sehen sich da mal um. Hier, nehmen Sie den Wisch. Und wenn was ist, will ich sofort Bescheid haben. Aber jawohl. Lassen Sie sich nicht stören. Sieht sehr traurig aus. Sehe schwarz. Ich muss mich jetzt mal einen Moment hinlegen. Ist das wahr? Was? Na, mit der Leiche. Ja, sie ist verschwunden. Wer war's denn? Da fragst du mich zu viel. Wo ist die Peak? Na, hier im Jagdzimmer. Die werde ich mir gleich mal vornehmen. Nanu, was machen Sie denn hier oben? Wenn Sie nichts dagegen haben, möchte ich mich einen Augenblick hinlegen. Dann darf ich bitten, dass Sie in dieses Zimmer hier gehen. Die anderen muss ich erst noch kontrollieren. Oh nein, das geht nicht. Das ist Sir Rolands Zimmer. Madam, machen Sie mir keine Schwierigkeiten. Ach. Ja.
Leiche. Ich habe die Leiche gefunden. Was? Wo? In deinem Bett. Ausgerechnet in meinem? Ja, ich habe sie unter das Kopfkissen gelegt. Ich dachte, da wäre sie am sichersten. Was denn? Sie haben sich das ausgedacht? Ja. Ist der Inspektor sehr ungehalten? Nein, er hat bloß einen hysterischen Anfall gekriegt. Ach, finde ich ja wundervoll. Miss Peake, warum haben Sie das getan? Bevor die Polizei die Leiche nicht gefunden hat, kann man sie nicht verhaften und wegen Mordes anklagen. Sie hat ihn doch gar nicht umgebracht. Na, wer dann? Und inzwischen liegt Mr. Costello bei mir unterm Kopfkissen. Es ist doch nur für eine Nacht, Leute. Dann werde ich es ja überstehen. Da kommt mir übrigens gerade eine sehr brauchbare Idee. Ich habe da heute Morgen einen kleinen Graben ausgehoben für die Tomatenpflanzen. Ich könnte noch etwas tiefer buddeln und die Leiche reinlegen. Und die Tomaten pflanze ich einfach drauf. Da müssten sie doch eigentlich gut wachsen. Sie können es ja mal versuchen. Die Frage ist jetzt nur die, wer hat Costello nun wirklich umgebracht? Clarissa? Pippa, warum schläfst du denn nicht? Es war so laut hier unten, da wollte ich mal nachsehen, was los ist. Und dann habe ich auch gedacht, es wäre wirklich wahr. Was wäre wahr? Ich habe so was Furchtbares von Oliver geträumt. Oliver? Was hast du denn von ihm geträumt? Komm, erzähl mir. Sieh mal, das hier, das habe ich vorhin gemacht. Ich habe es aus einer Wachskerze geknetet. Dann habe ich mit einer glühenden Nadel reingestochen und habe die Zauberformel dazu gesprochen. Aber es hat nicht so geklappt, wie es im Buch steht. Im Buch? Ja, sie hat es mir vorhin gezeigt. Irgend so ein Schmöker, den sie beim Trödler ausgegraben hat. Das wäre ein Rezeptbuch, hat sie mir erzählt. Ja, das ist es auch. Es stehen Zauberformeln drin und alle möglichen Giftrezepte und todsichere Mittel, wie man seine Feinde vernichtet. Und das hast du ausprobieren wollen? Ja. Er hat ja nicht viel Ähnlichkeit mit Oliver. Vor allen Dingen hat er keine schwarzen Haare. Aber ich habe ihn so gut gemacht, wie ich konnte. Und dann? Dann habe ich geträumt, ich kam die Treppe runter und er war tot. Ist es wahr? Habe ich ihn umgebracht? Nein, Herzchen, nein. Das war kein Traum, glaube ich. Ich bin runtergegangen und habe ihn liegen sehen. Ja, Herzchen, aber du hast ihn nicht umgebracht. Es hat ihn jemand mit einem schweren Stock erschlagen. Ach, meint ihr mit seinem Golfschläger, wie Jeremy einen hat? Nein, nein, Pippa, nicht mit einem Golfschläger. Mit dem großen Stock, der immer in der Garderobe gestanden hat. Das habe ich nicht getan. Das hätte ich nie fertiggebracht. Nicht wahr, Clarissa? Das glaubst du mir doch? Aber natürlich, Liebling. Mein Gott, das war aber auch dermaßen dumm von mir. Hätte ich mir eigentlich selbst denken müssen, dass das unmöglich ist. Aber sie hat mir vorhin gesagt, sie hätte Oliver umgebracht und ich habe ihr prompt geglaubt. Was denn, du dachtest, es wäre Pippa gewesen? Ja, ich schäme mich auch sehr dafür. Ach, so ist das. Jetzt wird mir eigentlich klar. Na also. Jetzt verstehe ich auch, warum du ihr unbedingt helfen wolltest. Aber meinst du nicht, es wäre besser, wenn wir dem Inspektor reinen Wein einschenken würden? Das wird wenig Zweck haben. Clarissa hat ihm bereits 3 verschiedene Versionen erzählt. Meine Herren, jetzt hilft nur noch ein doppelter Whisky. Wäre gar nicht so schlecht. Trinken wir einen zusammen. Aber gern, ich wollte nur nicht davon anfangen. Ich konnte mich nicht mehr beherrschen. Bitte nach Ihnen. Aber nicht doch, ich bin doch hier zu Hause. Oh, das war nichts. Also jetzt gehen Sie aber vor. So, jetzt wird Zeit, dass du wieder ins Bett gehst, Pipperlein. Onkel Rolly bringt dich rauf. Komm, mein Kind. Verrückte Sache, was? Also ich muss sagen, mir ist richtig ein Stein vom Herzen gefallen. Aber jetzt wissen wir immer noch nicht, wer es wirklich war. Da soll sich mal lieber der Inspektor die Zähne dran ausbeißen. Der wird dafür bezahlt. Aber wer hat die Polizei angerufen? Vermutlich einer von Costellos Freunden. Was hat Costello im Sekretär gesucht? Das wäre doch interessant. Und was ist mit Peake? Warum hat sie klammheimlich die Leiche raufgeschleppt? Vielleicht war das eine Art Ausgleichssport. Hat sie das wirklich nur getan, um mir zu helfen? Ist überhaupt merkwürdig, eine Frau wie die und dann hier als Gärtnerin. Nachdem, wie sie hier so manchmal rumstolziert, könnte man glauben, das Haus gehört ihr. Da fällt mir was ein, natürlich. Was denn? Wie war doch gleich der Name von Mr. Sellens Geschäft? Denk mal, schaff nach. Ach, Moment, wie war das? Nein, ich komme jetzt nicht drauf. Wir fragen Rowley, der weiß es. Sicher. Rowley, wie war der Name von Sellens Antiquitätengeschäft? Soviel ich weiß, war das ein Doppelname. Sellen und Brown. Genau, Sellen und Brown. Und wir heißen Hailsham Brown. Und wir haben dieses Haus unerhört günstig bekommen, merkst du was? Bis jetzt noch nicht. Ich sehe da überhaupt keinen Zusammenhang. Mr. Sellens Kompagnon war eine Frau und lebt in London. Heute Vormittag ist sie angerufen worden und es hat jemand gefragt, ob er Mrs. Brown sprechen könnte. Nicht etwa Mrs. Hailsham Brown, ganz einfach Mrs. Brown. Und heute, am selben Tag, ist Oliver hier ermordet worden. Und zwar weder von Henry, noch von Hugo, noch von einem von uns. Und Pippa ist es Gott sei Dank auch nicht gewesen.
Wer war's also? Ich hab's dem Inspektor gesagt. Meiner Meinung nach war's ein Außenstehender. Irgendjemand hat Oliver beobachtet und ihn verfolgt. Aber was wollte er hier? Oliver hat mich nämlich hier nicht erwartet. Er hat wahrscheinlich angenommen, dass jemand anders hier wohnt. Und meiner Ansicht nach wollte er sich hier mit Mrs. Brown treffen. Die hatten sicher Geschäfte zusammen. Kann ich mir nicht denken. Er hat bestimmt geglaubt, dass ihr hier wohnt. Hat ihm Miranda doch erzählt. Miranda korrespondiert nur über ihren Anwalt. Nein, nein. Oliver war sehr überrascht, als er mich hier sah. Und deshalb hat er gleich so getan, als wäre er wegen Pippa hier. Dann hat Miss Peake ihn umgebracht. Aber er kam nochmal wieder zurück. Peaks Häuschen. Peaks Häuschen. Sag mal, willst du uns nicht verraten, was das eigentlich soll? Ich suche was ganz Bestimmtes. Da würde ich aber vorsichtig sein, da gibt's irgendeinen Paragraphen. So viel wie für einen Mord werde ich wohl dafür nicht bekommen. Na immerhin, warum willst du dir Schwierigkeiten machen? Ist schon gut. Ich hab's gefunden. Was haben Sie gefunden? Tut mir leid, Miss Peake, aber ich musste es wissen. Was mussten Sie wissen? Ihren richtigen Namen und den weiß ich jetzt endlich. Der Brief ist an eine Mrs. Brown. Sie sind doch Mrs. Brown, nicht wahr? Ja, ja, ich bin Mrs. Brown. Cellons Geschäftspartnerin. Und Ihnen gehört Coppleston Court. Sie haben es von Cellon geerbt und das Geschäft auch. Als Sie das Haus vermieten wollten, suchten Sie jemand mit dem Namen Brown. Und weil das schwierig war, haben Sie sich für Halsham Brown entschieden. Stimmt das? Ja. Sie haben völlig recht. Ich hatte meine Gründe. Charles Cellon ist ermordet worden. Er hatte etwas sehr Wertvolles. Ich weiß nicht, wo er es aufbewahrte. Ich weiß nicht einmal, was es war. Und der Mann, der ihn deshalb umgebracht hat, hat es auch nicht gefunden. Ich nehme an, er hat es nicht im Geschäft in London gehabt, sondern hier draußen in Coppleston Court. Ich hatte das absolut sichere Gefühl, dass der Mörder früher oder später noch einmal wiederkommen würde. Und da wollte ich ihm eben auflauern. Aber das ging nur dann, wenn eine zweite Mrs. Brown hier im Hause war. Na, Sie haben ja ein Gemüt. Es hat Sie wohl nicht im geringsten gestört, dass Sie damit jemanden in Lebensgefahr gebracht haben. Wie? Tut mir leid, aber daran habe ich nicht gedacht. Und wissen Sie, als gestern die beiden Herren hier waren und diesen enormen Preis für den Sekretär zahlen wollten, da wusste ich, dass ich richtig getippt hatte. Dabei würde ich schwören, dass nichts drin ist, das für irgendjemand von Bedeutung sein könnte. Haben Sie auch mal in das Geheimfach reingeguckt? Nanu, Geheimfach? Nein. Davon wusste ich ja gar nichts. Pippa hat es entdeckt, aber es waren wohl nur ein paar alte Autogramme drin. Ach, Clarissa, diese Autogramme würde ich mir gern noch mal genauer ansehen. Wer weiß, vielleicht kommt dadurch etwas Licht in die Sache. Hopp, hopp! Ja, hallo, was? Was denn im Ernst? Die Frau heißt wirklich Braun? Ja, war auch ganz erstaunt. Clarissa, wo sind denn nun die Autogramme? Da in dem Muschelkästchen. Gib doch mal her. Zeig mal. Ja, hier. Ah ja, da sind sie ja. Danke. Nun wollen wir mal sehen. Victoria Regina, Gott schütze sie. Schon ganz verblasst die Tinte hier. John Ruskin scheint auch echt zu sein. Robert Browning, das Papier sieht aber noch ziemlich neu aus. Wie meinst du das? Ich war doch im Geheimdienst während des Krieges und da habe ich Erfahrungen mit unsichtbarer Tinte und solchen Sachen. Aber ich bitte Sie, was hätte Charles Cellon wohl mit unsichtbarer Tinte aufschreiben sollen, was 25.000 Pfund wert wäre? Vielleicht überhaupt nichts. Vielleicht ist das von ihm nur eine Sicherheitsmaßnahme gewesen. Das verstehe ich nicht ganz. Sehen Sie, Costello stand im Verdacht, mit Rauschgift zu handeln. Und Cellon, das hat uns ja der Inspektor vorhin selbst gesagt, wurde auch mehrfach vom Rauschgiftdezernat verhört. Da wäre doch ein gewisser Zusammenhang, oder nicht? Vielleicht habe ich auch nur so eine blühende Fantasie. Aber es ist immerhin möglich, dass Cellon hier wirklich etwas aufgeschrieben hat. Und zwar mit unsichtbarer Tinte. Machen wir mal ein kleines Experiment. Wie denn? Das werde ich euch gleich vorführen. Gehen wir rüber in die Küche. Ach, wenn nur nichts dabei rauskommt, das macht mich ganz kribbelig. Eigentlich wäre es ja ein Wunder, wenn es auf Anhieb klappt. Na, da scheint ja was zu sein, oder? Tatsächlich. Jawohl, da kommt was zum Vorschein. Da ist was aufgeschrieben. Was steht denn da? Eine Liste anscheinend. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Namen und Adressen. Alles Rauschgifthändler, nehme ich an. Was denn sonst? Na bitte, und wer ist auch mit dabei? Oliver Costello. Deshalb ist er also hergekommen, wegen dieses Zettels. Und irgendjemand hat ihn hier beobachtet. Und umgebracht. Das wäre eine Erklärung. Was hältst du davon, Jerry? Tja, was soll man davon halten? Was aber auch so alles passiert? Bitte um Verzeihung, der Inspektor möchte die Herrschaften kurz noch mal sprechen, ja? Mit Vergnügen, junger Mann. Darf ich mal? Danke. So bitte, ja. Wenn Sie sich hier einen Moment gedulden wollen, Ihr Chef kommt sofort. Jeremy! Ach, du bist es. Was ist denn, Clarissa? Wenn ich dir einen Rat geben darf, jetzt bitte nicht schreien. Das könnte nämlich gefährlich werden. Weißt du, dass ich dir das am allerwenigsten zugetraut hätte? Dafür hätte ich glatt meine Hand ins Feuer gelegt. Da hättest du dich schön verbrannt.
Du bist heute Abend aus dem Club zurückgekommen und hast Costello erschlagen. Pippa hat dich also wirklich gesehen. Sie hat nicht geträumt. Sie hat auch den Stock in deiner Hand gesehen. Erzähl mir nicht, dass das dein Golfschläger war. Weg hier von der Tür und mach nicht so einen Schrei. Nein, du hast recht, Clarissa. Den Golfschläger habe ich nicht bei mir gehabt. Warum hast du es getan, Jeremy? Bitte, werde ich dir zeigen. Deshalb. Wegen eines Briefumschlags? Ja, so ist es. Aber die Marke darauf ist runde 25.000 Pfund wert. Und du? Wo ist denn Jeremy? Und Clarissa? Na ja, eben. Wo sind sie denn? Und du glaubst also, du kommst damit hier raus? Das glaube ich nicht nur. Das werde ich dir sogar beweisen. Der Mörder! Holen Sie den Inspektor! Jeremy! Los, Sie doch mal! Lass mich doch auch mal rein! Sofort! Ich denke, ihr wart heute Abend eine große Hilfe für mich. Aber glaubt ihr nicht auch, dass wir jetzt alle ins Bett gehen sollten? Ins Bett? Ich mache heute die Nacht hier durch? Fang jetzt erst an! Jawohl, ja, das muss gefeiert werden. Hugo, sing uns mal eins.